Eternal Recurrence! What? Anti-Mafuba! Ihr wisst, was jetzt kommt. Where am I? In der Getränkeabteilung. Es hat alles vaporisiert. Morda? Morda, where are you? Damn it! Where did she go? Auf der Damentoilette? Tenebrae's core must have fallen with me. Tenebrae's Kern erhalten. Emil hat die Fertigkeit Tenebrae erlernt. Warum hatte er sie vorher nicht? Ach, ja, vielleicht weil Tenebrae nicht in Kernform da war. Was? Das erfolgt keine Antwort. Moment, ist das hier? Ich bin jetzt aber nicht. Ich bin schon wieder ganz unten. Wieso bin ich von ganz oben nach ganz unten gekommen? Ich bin echt tief gefallen. Oh, Mist. Ich glaube, ich habe gerade wieder einen Skid getötet. Morda, you're okay. Emil! Oh. Does it hurt? I treated myself. I'm okay. It's my fault. I never meant for you to get hurt. It's okay. But what's happening to you? Sheena mentioned it too. You've been in Ratatosk mode for a long time. So you're on their side. Huh? Sheena and Richter are both on my case to return to the normal me. And now you too! No, I didn't say... Why? Why should I? My normal self is a pathetic weakling. A cowardly dog who'll never amount to anything. Emil! You said you wanted me to protect you, as a knight of Ratatosk. And that's exactly what I'm doing. So what's the problem? Emil, I didn't mean it like that. Maybe I should just disappear. None of you want me around. Es sieht wieder gut aus für die, die hohe Sorry-Counter-Zahlen genannt haben. Aber ich muss immer noch dieses Zusammenfassungsvideo machen. Huh? Where am I? Ich sag dazu nix. Nein, ich sag dazu nix. Emil, you're finally back. Back? Are you okay? Sheena! Sheena, you're okay too! Yes, I'm glad both you and Marta are safe, but... But... Tenebrae won't wake up. Tenebrae? So Richter didn't get him after all. What are you talking about? You grabbed the core yourself. Huh? I guess I did. Look. I've been trying the same thing I always do to hatch Centurions, but Tenebrae won't wake up. Whoa! What was that? Tenebrae? Emil, Lady Marta, my most humble apologies for worrying you so. Tenebrae, are you okay? Centurions do not die. They only regress to their core state. Though I would not have been able to awaken had you two not come for me. Tenebrae, you sacrificed yourself for me. I'm sorry. Was sag ich? Please, think nothing of it. Thank goodness. I can't stand saying goodbye to friends. Tenebrae! Alright, should we start heading back to Meltokyo? Regal must be worried by now. Right! Oh, wait.
What about Richter? Any idea? I was caught up in the cave-in, so I can't say exactly for sure. But it looked like that Centurion Aqua rescued him before he was crushed. Then he's still alive. Yeah, probably. Good. Nicht gut! The Ratatosk mode you and the normal you are like night and day. Ich hoffe ja, dass wir bald in der Lage sein werden, diese super tolle Rasengan-Fähigkeit auch einzusetzen. Ja, gucken wir uns das Kind an, bevor ich es auch töte. What is it, you two? Tenebrae, welcome back. We really missed you. Oh my. Well, I am sorry for causing concern. Is that all you gotta say? Show some emotion. Is old age making us a little grumpy? How rude. I would ask that you not treat me like an elderly dimwit. Look, he's getting angry. It's really him. Yep, I wouldn't have him any other way. What happened while I was gone? Das willst du nicht wissen. Oh, oben. That's weird. When did I pick up Tenebrae's core? Is something wrong, Emil? Well, yeah. My memory is... Your memory? No, it's okay. It's nothing. My memory of when I arrived at the Temple of Darkness is really hazy. Why? Weil es im Dunkeln liegt. Oh, jetzt ruft er auch noch aus seiner Mama! Hey, Mom, do you... Huh? I'm sorry. It just sort of came out. I guess it's because you seem sort of mom-like. You think I'm motherly? Are you implying that I'm old? No, not like that. I mean, you were really kind and grown up and stuff and, I don't know, kind of like the middle-aged women who lived in my neighborhood. What? Hey, Tenebrae, help me out here. You see, on some level, Emil feels a sort of attachment toward you as a mother. And as we know, a powerful symbol of motherhood is the breast. The young man is simply expressing his appreciation for your ample bosom. Huh? Is that how you've been looking at me? You creep! You jerk, you perv! How could you? I hate you! I guess reawakening didn't change you, Tenebrae. Okay, jetzt muss, glaube ich, der Kaufhausnotarzt gerufen werden, fürchte ich. Für den Emil, obwohl er kann auch gerne... Trampelt weiter auf ihm rum! So, ich sehe euch in Meltokio wieder. Oder auch nicht in Meltokio, weil es hier scheint, es noch eine Sequenz zu geben. Regal! You're all right. What about Tenebrae? As you can see, I am quite well. Terribly sorry to have worried you. So, Regal, did you talk to His Majesty about Glaucius's core? Actually, there's been a bit of progress on that front, which is why I came to find you. Progress? You mean, you know who has the core? That's correct. It's one of Meltokio's nobles, just as we suspected. Hab ich dich gesagt? So who? Hopefully someone who will fork it over without too much trouble. I don't believe it should pose much of a problem. The buyer was one Celis Wilder. Celis? You mean that idiot Chosen sister? The Chosen Zelos's sister. Indeed. We should head to Zelos's mansion. Does that sound good to you two? Of course. I'm not exactly enthusiastic, but it's not like we have a choice. I'm not too eager myself, but let's go. Wird es ein Maniac-Mansion? Wir sehen uns nach dem Skit wieder. How is the Temple of Darkness? Dunkel. It was really dark. It is, after all, the resting place of my altar. One should expect some darkness. That's right, you're a dark elemental. Darkness is quite pleasant. It wraps the world in a warm, black blanket. It would seem, though, that my altar was converted into a temple of some sort during my sleep. I think it was Crucius that built the temples. Crucius is that institution in the heavens where Goddess Martell lives, right? Yes, I suppose that describes it well enough. So the Church of Martell's followers turn the Centurion's altars into temples. Indeed. It's rather rude to remodel someone's home without asking permission. They've ruined the bleakness of my magnificent lair. What's the big deal? It's still plenty dark. The quality of the darkness is as different as night and day. Can you truly not appreciate that fact? I guess some differences are too subtle for we humans to perceive.
Schön. So, wir sehen uns. So, who is Celis? Celis is the half-sister of Zelos, the Chosen. She has a frail constitution. Without the aid of an X-Sphere, even everyday activities are difficult for her. X-Spheres? Those stones with mysterious powers, right? And they were made by the Desaians. Yes. They allow people to amp their abilities to their full potential. Both of us have one. The King has issued an order demanding the surrender of all X-Spheres. So we'll have to return these as well someday. At any rate, Celis didn't waste any time in giving her X-Sphere back. And that's why Zelos has been so worried about her. When Celis is involved, the Chosen has a tendency to lose his composure. Anyone so much as touches a hair on her head, and he'd hunt them down to the gates of Hell itself. Wow, that's so dashing! I wish I had an older brother like that. Du hast aber eine ältere Schwester, zumindest fast. Nämlich Amy. So, bis zum nächsten Mal. Tja, willkommen, willkommen. Ich glaube, ich muss mich jetzt ein klein wenig erklären. Weswegen die plötzliche Abmoderation erfolgte und ich jetzt doch wieder da bin. Und zwar folgendes. Ich hatte mich relativ spontan dazu entschlossen, wieder eine Fortsetzungsfolge zu machen, was ihr ja alle erfreuterweise gesehen habt. Ja, ich höre schon die frohlockenden Rufe. Mehr Fortsetzung folgt! Mehr! No! Ja, ich brauche immer noch eine Erlaubnis, um anzutreten. Ich habe eine Erlaubnis! Ich bin der IKEA-Lieferant und bringe euch ein Regal. Wobei, ich muss doch das Regal-Dings zeigen. Jedenfalls, als ich mich dann durch diese ganzen Sequenzen dann noch gekämpft habe, sozusagen. Lieferantin, du hast ja nichts zu suchen. Ist mir aufgefallen, oh, ich habe knapp 30 Minuten Material, das reicht ja für 2 15-Minuten-Folgen. Dann ist mir allerdings aufgefallen, dass ich, wenn ich diese Fortsetzungsfolge-Cut an der Stelle mache, wo ich ihn gemacht hätte, oder komme ich da nicht rein? War das nicht hier? Obwohl, das war aber vielleicht da drüben. Habe ich für die zweite Folge nur noch irgendwie 11 Minuten. Und so wenig wollte ich dann jetzt auch nicht machen und deswegen dachte ich, ja, mach's mal ein bisschen weiter. Seit der letzten Folge bin ich, auch zwischendurch nochmal bei diesen Supergegnern im Balakruft-Mausoleum gewesen. Und hab mal versucht, ob ich die besiegen kann. Duke Bryant, welcome back. Ah, and Miss Sheena, you grace us with your presence. Ist der jünger geworden? It's been a while, Sebastian. Hat der denn nicht weiße Haare? Na gut, er könnte sich gefärbt haben. Jedenfalls habe ich so einen auf den Sack gekriegt. Seht ihr, bekommt ihr nicht zu sehen. And you would be Sir Emil, Miss Marta and Sir Tenebrae, correct? Duke Bryant was good enough to send word ahead of your visit. Hunde nicht erlaubt. Thank you. We've come about the Glacius' core. Yes. Well, one of our servants, a man named Tokunaga, informed us that he had come into possession of an unusual jewel. Isn't that the butler we saw coming out of the item shop? The same. It seems that he had just purchased the core when we saw him. Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's doch sofort gesagt. Ich hab gerade hinterher, aber nein! Could you please call Mr. Tokunaga for us? Genau. Schickt ihm eine Skype-Nachricht. What could that be? Ein Einbrecher! It's Lady Celis. Lady Celis has been kidnapped by Sir Lloyd. Solange der Kern in Ruhe gelassen wurde, ist das so egal. What? Sir Bud kidnapped Lady Celis? Sir Bud? Are you talking about Lloyd? We'll explain later. Which way did he go? In den nächsten Dungeon. Out the second floor window. Oh. We have to go after him. Der Eingang zum nächsten Dungeon ist ein Fenster. Das ist auch mal neu. Hier gibt's aber mehrere Räume. Da kommt man nicht rein. Da kommt man nicht rein. Es sind Fake-Türen. Hä? Moment. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Hat er nicht gerade gesagt, irgendwie erster Stock? Fenster? Wieso komme ich denn da nicht hinterher? Kann ich hier durch den Ofen? Nein. Ich meine durch den Kaminofen. Ah, ja, ich schieb auch jeden Tag meine Pizza, die ich mir mache, in den Kamin rein. Ah, ist so dann schön dunkel, wenn es wieder rauskommt. Ich liebe dunkel. Nein, lass mir das. Okay, ich darf nicht durchs Fenster. Where is he? Beim Fenster. Tenebrae, can you sense Glacius around here? Beim Fenster? I do sense a presence getting further from here. However, energy from another Centurion's core is causing some interference. Vom Glas Centurio. Another core? Like Lumens. Lloyd has that. No. This would be
Solem's core, I believe. Das ist das Erdteil, oder? Why would Solem's core be here? Ich habe das Gefühl, dass Dex das Ding hat. We can wonder about that later. Let's split up and start searching. Nein, nicht aufsplitten, nicht. Nein, nicht Regal. Ich wollte doch seine super tolle Fähigkeit zeigen. Das ist jetzt hier Schnitzelsuche. Hätten die nicht vielleicht sagen können, ja, wir sind jetzt in die und die... Moment, komme ich da nicht durch? Da ist irgendwie so eine schöne Seitengasse mit Fähnchen oder irgendwas Lustigem. Keine Ahnung. Ich erforsche die Unterschiede zwischen Tiziana und Silverhand in Musik. Ach, das hatten wir schon. Also geh weg. Ja, es wäre schön gewesen, wenn wir uns ein wenig besser koordiniert hätten, oder? Ich meine ja nur, oh, wir gehen jetzt da suchen und du gehst da suchen. Und Moment, ich habe doch... Könnte Tenebi nicht einfach ein bisschen rumschnüffeln? Ich könnte meinen komischen Köter, also den Wolf, auch ein bisschen rumschnüffeln lassen. Und... Ja, super, jetzt ist es irgendwie ein blöder Moment, auch einen Schnitt zu machen. Moment! Moment! Moment, Moment, Moment! Erstmal das hier, Seitengang. Den hatte ich ja auch schon mal probiert, meine ich. Aber nein, der ist jetzt auch nicht offen. Okay! Zweite Möglichkeit. Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Also, wenn ich mich an das erste Spiel erinnere, gibt es ja noch die Kanalisation. Und die Kanalisation war eigentlich komplett woanders zugänglich, oder? Also entweder über die Ebene hier unten, ich meine, da kann man irgendwie raus im Vorgängerspiel, oder über die Aus... oder einfach eine Sequenz, die man hier an der Treppe triggert. Super, und ich mach mir hier einen riesen Kopf. Lalala. Arriba, riba, rangele. Whoa, excuse you. It's you. Zelos Wilder. Huh. Never expected to see you in my neck of the woods. We don't have time for that. Lloyd kidnapped your sister. What are you talking about? It's true. Oh my God. Lloyd Irving. Es hättest du doch gefehlt, dass er noch ein paar Runden um die zwei dreht. I've been waiting for you. Oh my God. Come back here. Wir haben gerade den ganzen Tag einen Frauenhintern in der Kamera gesehen. Es kann nicht besser werden. Damn it. I lost him. Du hast es doch nicht mal versucht. Wir rennen doch weiter. Saying that was Lloyd? Of course. Are you blind? Der hat nicht das Sharingan. Don't make me laugh. That's not Lloyd. Huh? You idiot. Your sister's been kidnapped. Hm. Don't get your britches in a bunch, kid. Lloyd wouldn't do something like that to Celis. That was not Lloyd. Where are you going? I'm going home. If someone's gone to all the trouble of kidnapping Celis, I'm sure they left me some sort of message. You come too. You want to see Lloyd, right? Ich bin immer noch ein Celos-Fan. Oh, dann können wir statt Regal ein paar Celos-Dinger zeigen. Also, ich meine nicht Dinger, sondern... Er hat ja nur eins, sondern... Er ist kein Mutant, will ich damit sagen. Okay, gucken wir uns noch das Frauen. Wo bin ich jetzt hier hingelaufen? Ich glaube, hier war früher irgendwie der Rüstungsladen, aber den haben sie mittlerweile mit dem... wie heißt es? Mit dem Waffenladen vereinigt, was ich ganz gut finde. Da muss man nicht so viel rumlaufen. Ansonsten, ich hatte mal nachgelesen, wegen der Arena. Also es gibt Einzelcharakterkämpfe, Partykämpfe und Monsterkämpfe. Aber was ich auch gelesen habe, dass die Belohnungen, die es dafür gibt, einfach nur scheiße sind. Also irgendwelche Manuskripte, um Monstern Erfahrungspunkte sozusagen kostengünstig beizubringen, ohne dass sie kämpfen. Deswegen, also ich musste jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt sehen wollt. Also ich muss es nicht unbedingt haben. Das ist, sonst, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, mache ich vielleicht ein paar Bonusfolgen gegen Ende. Master Zelos! Lady Zelos has been... The kid already filled me in. Duke Bryant and Miss Sheena are currently out looking for Lady Zelos. Regal and Sheena? It looks like Lloyd's already skipped town. Oh. Marta. Wo habt ihr euch überhaupt umgetrieben? Emil. Sebastian, tell me exactly what happened. I was the one who witnessed it, Master Zelos. I had presented Lady Celis with an exceptional gem called the Glockius. I had just begun explaining its origins when it happened. Sir Lloyd suddenly came in through the window. He grabbed Lady Celis along with the gem and escaped.
You mean Lloyd has Glaucius's core? I'm sorry, Marta. If only I caught him. And there's been no word from Lloyd? We have yet to hear anything. That's weird. What's so weird about it? Lloyd's after all of the cores. Then why go to the trouble of kidnapping Celis? I'm telling you, that's not Lloyd. You're wrong. It was Lloyd. I saw him with my own eyes. What would you know about Lloyd anyway? You really think he smells like that? Smell? Yep. When he ran by me, there was this horrible stench. I thought I was gonna pass out. Lloyd's never been the sort to wear cologne. And even if he was, he'd never put on something that Warum ist mir das nicht vorher eingefallen, nachdem man Dex das erste Mal sich das erste Mal in den Vater von Martha verwandelt hat? That's it. Wait. That would mean Dex was disguised as Lloyd? Hey, you guys want to enlighten the rest of us as to what you're talking about? Well, you see. Mein Gott, das war doch irgendwie offensichtlicher. Ratatosk, huh? I gotta say, that's quite the tale. So anyway, there's a good chance the Lloyd we saw was actually this Vanguard guy Dex in disguise. Judging from the smell, I think so. All right, come with me for an audience with His Majesty. Let Regal and Sheena know when they come back. Understood. An audience? The House of Wilder is second in status only to the royal family. We have to report this immediately. Let's go. Es ist gut, König zu sein. Was wird uns der König mitteilen? Werden wir die Fährte von Lloyd oder Dex oder what auch ever, wo es irgendwie keinen Sinn macht, weil dieser Geruch dann schon wesentlich früher, und zwar bei der ersten Begegnung aufgefallen sein müsste, so penetrant wie er riecht und nicht erst jetzt, nachdem es irgendwie offenbart wurde, dass Dex dieses Parfüm trägt, wird das doch irgendwie erklärt werden? Ich fürchte nicht, aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia 2, Dawn of the New World, wenn ich bis jetzt speichern gehe. Und nein, ich werde nicht nach DSDS gehen. Tschüss!